Chinderatatatatatatagadio empfängt sie alle Sender. Traga, 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 die Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir möchten Ihnen heute einen unterhaltsamen und gleichzeitig informativen Abend bieten, der interessante Fakten und Details aus dem Leben von Hermann Leopoldi und seinem Umfeld von 1888, seiner Geburt, bis 1959, seinem Tod, bietet. Bei dem soeben gehörten Lied aus dem Jahr 1925 ist er bereits 37 Jahre alt und eine künstlerische Institution in Wien. Und weil's dann nichts kauft, wird's der Standler ins Dumme. Und zum Schimpfen fängt's an, weil sie das sehr gut kann. Fries a Schusterlaberl, dösigst Radiwaberl, so ein depperts Schlamperl, blödes Opferstramperl, wollt er zu viel fetzen, wüsst ich wo ausschätzen, das hab ich nicht not, na na, Gottlob. Kennt die Feierzangen, gleich beim Schupfen fangen, und mit meinen Protzen, mir die Backen zu kratzen, blöde Ehestandsgredel, mit dem scherzen Schädel. Zuerst mal einen schönen Abend. Wir haben heute ein Programm, Hermann Leopoldi habe ich gesehen. Wie kommt man dazu, gerade Hermann Leopoldi? Naja, das liegt auf der Hand. Es ist heuer, 2019, ist das 60-jährige Todesjahr von ihm. Und aus dem Grund habe ich da so ein Programm zusammengestellt. Es ist nicht nur Hermann Leopoldi, es sind Lieder, die zur selben Zeit, wie er etwas geschrieben hatte, was man sonst auch noch gehört hat. Also da ist der kleine grüne Kaktus dabei und so ein Tag, na, das ist nicht dabei, aber na, also, Sie wissen schon, diese alten Schlager, die man gekannt hat, die zu der Zeit entstanden sind, um es als Gegensatz zu sehen. Hermann Leopoldi hier und die anderen Sachen aus Deutschland, die man so gehört hat damals. Du hast mir was versprochen, Kunigunde, du weißt schon was, du weißt schon was. Im Garten war's zur abendlicher Stunde, im grünen Gras. Das waren ja teilweise, da waren ja einiges an Ohrwürmern damals dabei. Ne? Natürlich, ja. Ich nehme an, jeder, der heute kommt, kennt alles, ja, kann mitsingen. Ja. Das ist ja nicht die Hauptprofession. Die Hauptprofession war bei der Oper. Ja. Ist das jetzt so als Hobby gedacht oder? Jein. Ich meine, ich habe die letzten 30 Jahre neben meiner Operntätigkeit immer Dinge also nebenbei gemacht. Ich habe für Harald und Eddie fürs deutsche Fernsehen Sketches geschrieben. Mhm. Ich habe Komödien geschrieben, die hier im Theater aufgeführt worden sind. Ich habe Bücher geschrieben, Anekdotenbücher über den Staatsopernchor zum Beispiel. Also ich habe immer so nebenbei was gemacht. Und jetzt bin ich in Pension. Jetzt habe ich auch Zeit, dass ich einfach mache, was ich will. Es ist zum Beispiel eben solche Abende da. Ne? Ich bin ganz verschossen in deine Sommersprossen. Die Kleinen und die Großen sind meine Freude. Ich schaue unverdrossen auf deine Sommersprossen. Zu jeder Zeit beim Drehen kann man jetzt nichts mehr sehen und niemand weiß Bescheid. Ja, wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätte, hätte sie viel mehr Freude an dem neuen langen Kleid. In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Du sprachst kein Wort, kein einziges Wort und wusstest sofort, dass ich dich verstehe. Wir werden dann heuer auch noch ein Theaterstück sehen. Ja, Ende Dezember hat es Premiere im Forum 2. Es heißt Ein Schuss am Wörthersee und ist eine Kriminalkomödie. Es ist witzig. Gibt es irgendeine Beziehung zu Hermann Leopoldi? Also so ganz, ganz indirekt. Wie ich vor 40 Jahren in St. Pölten Solist war, da war die Helly Möslein Soufflöse. Okay. Also seine Frau und Gesangspartnerin. Aber
das ist jetzt nicht wirklich ein Kontakt dazu. So gehe ich nicht aus, Josephine. Bleiben wir zu Haus, Josephine. Zieh dich wieder an. Wir gehen ins Bett. Wenn mir Gott gnädig wär und ich noch ledig wär. Der Siegesmund dafür, dass er so schön ist. Was kann der Siegesmund dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehen ist. Man soll doch froh sein, dass es so was Schönes gibt. Und ja, je lustiger die Lieder wurden, umso schlimmer wurde es in der Politik. In den 1930er Jahren änderte sich das politische Klima radikal. Adolf Hitler wurde 1933 in Berlin zum deutschen Reichskanzler ernannt und in Österreich putschte Engelbert Dollfuß gegen die Republik. 1931 wird das Praterstadion eröffnet und 1932 erringt dort das sogenannte Fußball-Wunderteam gegen Ungarn einen 8:2-Sieg. Und im Radio hörte man Schlager aus Deutschland und von Hermann Leopoldi. Ich bin verliebt in eine süße Kleine. Sie wissen, wen ich meine. Dass es das gibt, so eine wie meine süße Kleine. Dafür, lieber Gott, dank ich dir. Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin in einem Schuhgeschäft mit 20 Mark Gehalt in der Woche. In der aktiven Zeit in der Oper, was für eine Stimme war das, Stimmlage? Ich bin Bariton und war also 30 Jahre lang im Staatsopernchor. Mhm. Und ja, auch bei den Salzburger Festspielen 30 Jahre lang. Und also es läppert sich einiges zusammen. Das heutige Programm, wie oft wird man das sehen oder wie lange läuft das jetzt? Nur viermal. Viermal? Ja. Das heißt, wer es sehen will, soll sich beeilen? Das ist richtig, morgen schon ausverkauft. Mhm. Heute ist es fast ausverkauft. Mhm. Nächste Woche sind noch zwei Vorstellungen, am Mittwoch und Donnerstag. Da kann man noch Karten haben. Lustigen Liedern kommt es 1934 zum Bürgerkrieg in Wien, der fast 2000 Tote zur Folge hat. Und 1935 putscht die NSDAP, zwar erfolglos gegen die Regierung, doch Kanzler Dollfuß wird dabei tödlich verwundet. Ja, im Gegensatz dazu, die Comedian Harmonists landen den folgenden Hit und ein Jahr später ist ein Wiener Lied von Hermann Leopoldi in aller Ohren. Jetzt ist die Band eingetroffen. Das ist richtig, und zwar die linke und die rechte Hand. Also beide. Das Stück wird mit dem Piano begleitet. Ja, ja. Hat einen gewissen Reiz. Ne, klar, erstens sind die Lieder ja wirklich ursprünglich für Piano. Man kann auch eine Band dazu nehmen, im Sinne jetzt einer Combo. Aber es ist auch so wesentlich einfacher. Man kann sie wesentlich besser einstellen aufeinander. Mhm. Wir sind auch mit der Combo, hätten wir da drin wahrscheinlich ein bisschen Probleme. Ja, wahrscheinlich nicht nur vom Raum her. Gut, ich meine, ich fühle ja genug aus. Ja. Nur im Prinzip geht es also darum, dass der Tanz laut wird. Ne? Also die Frage der Intimität ist dann meistens weg. Und das Zweite ist immer das Abstimmen mit dem Solisten. Das ist das Wesentliche. Und eine Band kann das logischerweise nicht so gut wie ein Einzelmann. Heißt seit Jahren soft österreichische Wagen. So dreimal täglich, es ist ein Hausrezept aus Wien. Ein guter Tropfen, dreimal täglich, das ist die beste Medizin. Mein Papagei frisst keine harten Eier, er ist ein selten dummes Vieh. Er ist der schönste aller Papageier, nur harte Eier. Die frisst er nicht.
ganz wild nach Brustbonbons und Kuchen. Doch wenn heute eine kommt, die mir sagt, ich hab dich lieb, ist mir alles ganz egal. In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine, denn die Liebe im hellen Mondenscheine ist das Schönste, Sie wissen, was ich meine. Einerseits, andererseits und außerdem. Ja, und das Piano hat ja sowieso einen eigenen Reiz, würde ich mal sagen. Für solche Art von Liedern mit Sicherheit, ja, es gibt sicher Grenzen. Also ich würde nicht alles mit Klavier begleiten. Ja, jetzt ist ja das nicht der Hauptberuf, musizieren schon, aber was gibt es abseits vom Pianospielen noch? Naja gut, ich bin gelernter Dirigent und ich habe also alle diese Theatererfahrungen. Ich bin seit 40 Jahren im Theater, zuerst hat es an der Volksoper angefangen und dann bei den Vereinigten Bühnen. Was man so als Dirigent halt macht, ne? Musicals dirigieren und von links oben nach rechts unten, sehr viele. Also auch eine ziemlich lange Berufserfahrung. Na klar, ja. Also 40 Jahre sind ja doch relativ viel. Ne? Aber lernt man schon sehr viel oder erlebt man schon sehr viel. Ja? Das ist gut. Ich glaube, da gibt es nur eins. Am besten hat es ein fix Angestellter mit Pensionsberechtigung, mit Pensionsberechtigung. Auch dabei täglich älter, die Pensionsberechtigung erhält in Jutta Regie. Ich bin ein stiller Zecher und sing die ganze Nacht, man mime voller Becher, in Stimmung hat gebracht und sagt, wer ist ein Staatse, dann sag ich drauf zu hören. Mein lieber Herr, was haben's denn nur, was wollt's denn nur in einer Tour? Ich bin ein stiller Zecher, drum mach ich so an Lärm. Hoi, hallo, halli, hallo. Heute ist mir alles wurscht, ich pussel alle an. Das heißt, wir können ziemlich gespannt sein auf den heutigen Abend, wenn da zwei Vollprofis das vortragen. Mit Sicherheit, das ist ja der Grund dafür. Außerdem haben wir Spaß dabei, das ist das Wesentliche. Na sicher, ist ja klar. Gut, dann wollte ich noch fragen, gibt es irgendeine Beziehung zu Hermann Leopoldi? Ist das ein Lieblingskomponist? Oder? Also direkt, dass ich jetzt sagen kann, ich habe viel von ihm gemacht, nein. Ich habe die Lieder von Kreisler kennengelernt, als ich, jetzt muss ich nachdenken, 1978 die Ehre hatte, mit der Topsy Küppers bei der Freien Bühne Wieden zu spielen und dort der musikalische Leiter zu sein. Und da war das so für mich, was ich da gelernt habe von Topsy, aber auch von den Menschen der damaligen Zeit, ist Pointen setzen. Das ist extrem schwierig. Ne? Dass man also nicht nur die Musik singt, sondern so auch macht, dass die anderen dann auch wirklich lachen. Und nicht nur man selber. Ne? Das ist nicht so einfach. Ne? Ja, am Papier eine Pointe hinzuschreiben ist recht einfach, aber wenn man dann vor dem Publikum steht, muss man es wirklich auch schaffen, rüberzubringen. Sicher, also auch die Kleinkunst im Sinne des gesprochenen Wortes, aber da hat er ihre Probleme. Im Grunde muss man das lernen. Das ist, ich habe riesen Respekt vor Menschen, die das wirklich gut können. Es ist nicht einfach so, Witze erzählen geht relativ einfach noch, aber auch da scheiden sich schon die Geister und dann sagt jeder, so besonders lustig war das aber jetzt nicht. Ne? Das ist schwer. Da hätte ich sowieso das Problem, erstens merke man die Witze nicht und zweitens einmal, ich sicherlich in den Witz sowas verdrehen, dass dann nachher kaum mehr wer lacht, außer über mich. Na gut, das macht ja nichts, aber warum man bei einem Witz lacht, ist dann eigentlich relativ unwesentlich, ob das jetzt über den Witz oder über den Erzähler ist. Ich meine, Hauptsache mal lacht. Lachen ist gesund. Du hast Glück, meine Frau Bellamy. Bei den Frauen Bellamy, bist nicht schön, doch schade. So, 1941 wird Rapid Wien durch ein 4:3 gegen Schalke 04 deutscher Fußballmeister. Und im, das waren noch Zeiten, ja. Man müsste Klavier spielen können. Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen. Denn nur
er kann mit Tönen den lauschenden Schönen ein Luftschloss der Liebe erbauen. Abseits jetzt vom Theatercenter Forum, was tut sich in der nächsten Zeit? Vieles, vieles. Es hat jetzt nicht nur direkt mit Weihnachten zu tun. Ich arbeite sehr viel mit dem Gernot Granner gemeinsam. Da sind wir in Schulen, haben Kinder, also Programme für Kinder. Dann nebenbei auch noch Aufnahmeleitungen. Jetzt am nächsten Wochentage sind dann bei den Sängergaben in der Hofburg. Dann geht es weiter mit Christmas in Vienna, eine wunderschöne, große Produktion. Dann spiele ich in Mödling. Und zwar in der Stadtgalerie die Weihnachtsgeschichte, frei nach Charles Dickens. Das ist eine kleine Band, die das musiziert und der Verein macht das, das ist auch recht toll. Dann geht es im nächsten Jahr sofort, Anfang des Jahres, nach Ingolstadt. Da habe ich ein Stück geschrieben, das dann am 21. Februar Premiere hat und so läuft das weiter. Also da gibt es genug. Also Fahrt wird es nicht? Nein, nein. Da sage ich danke. Gerne. Und die Frau singt hin. Schlag, na, bei Shakespeare, bei dem steht was drin. Kommst du mit Shakespeare? In der Barner Bittengassen hat sie sich noch bitten lassen. Bis zum Michaelerplatz war alles für die Katz. Und als Witwe bekommst du Pension. Ach, bitte erschieß deine Gatten. Die Ehe nicht so genau. Und dann hinterher borg mir dein Gewehr. Siebter geschupfte Pferde wie der Fische Socken. Grün und gelb geschleift, das ist so elegant. Schmiert mit feinster Brillantine seine Locken auf, putzt die Schuhe und nachher haut das ins Quark. Bei wem du uns da draußen in ein Lärchen fährt, ist wieder einmal Bär. Lass ich mich nicht länger heckern von die blöden Schinkenfleckern, weil jetzt hab ich genug von der Schinkenfleckern, 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 hallo, puff, puff, puff.